Moin Leute, ich bin der Fischerino und heute bin ich beim Barschalam-Treffen hier in Oberhausen. So Freunde, heute ist auf jeden Fall arschkalt und natürlich, wer hat seine Jacke vergessen? Ich, doof Mann. Naja, Nippelalarm, reloaded, aber was soll's, muss halt irgendwie weitergehen. Also wir sind jetzt hier in Oberhausen und ja, ich weiß gar nicht, wie viel lange wir sind, ich schätze mal so 25. Und dann gucken wir mal, ob wir den einen oder anderen Barsch, Zetti, ans Band bekommen. Und ja, also es ist jetzt ungefähr so 8.30 Uhr und ja, schauen wir mal. Also, komm mit und seid gespannt. Ja, hier ist ein richtiger. Achtung, merken, blaue Brücke. Für Google blaue Brücke. Ja, alles klar. Da hängt er schon. Ja, geht doch. Ja, Freunde. Ob ihr es glaubt oder nicht, mein erster Fisch am Kanal überhaupt. Und ein schöner, kleiner. Ein schöner, kleiner Barsch. Die Meute ist ja schon ein bisschen weitergegangen, aber ich will ja gar nicht weg. Unter der Brücke läuft es nämlich. Wir drei haben schon ganz gut was zu tun mit ein paar Anfassern, die hängen. Ich weiß, ein bisschen zaghaft, aber ich hatte auch gerade schon meinen zweiten Kanal Barsch gefangen. Macht aber Bock hier, muss ich echt sagen. Hätte ich schon nicht gedacht. Mir ist die Rolle abgegangen. Nee. Doch. Hammer. Scheuert? Wo ist mein Kescher? Wo ist Thomas Kescher? Also ich hatte mal einen, jetzt ist er nicht mehr da. Oh geil! Dankeschön! Boah, Leute, keine Ahnung. Gerade diesen schönen fetten Barsch, aber dann habe ich gemerkt beim Drillen, ich habe meinen Kescher verloren. Musste ich erstmal hier gerade meinen Kescher suchen. Also wie man das schafft, wenn man hier so einen Kescher, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, einfach hier verliert. Kein Plan, ey, wie ich das wieder geschafft habe. Der Werf wohl. Ich guck zu. Du da mal. Ich glaube hier fange ich jetzt ein. Vor deinen Augen. Verdammt. Wie gegönnt. Jawohl. Da wollt ihr nochmal haben. Gebissen, dann ist er abgegangen und dann ist er gleich noch mal hinterher. Aber wieder ein schöner Kanalbarsch, also wirklich tolle Tiere hier drin. Ja, immerhin. Ja, Freunde, ey, was sagt ihr eigentlich zu den neuen Designs hier? Noch ein Prototyp, noch nicht ganz so geil, wie ich es gerne hätte. Und eigentlich wollte ich auch, dass der Schirm rund ist. Das werde ich aber hier mal versuchen zu knicken, weil normalerweise ist das komplett flach, der Schirm hier, dieser Cappy. Aber ich finde es schon mal geil, auf jeden Fall. Also könnt ihr euch auf was freuen. Sonst, die Sonne kommt raus, das kommt mir ziemlich gut gelegen, weil ich ja meine Jacke vergessen habe. Und ist auf jeden Fall eine geile Truppe hier. Also Barschalam, die Leute hier aus dem Ruhrgebiet, ich habe schon gehört, einige sind aus Hessen da. Das ist einfach mega cool, muss ich echt sagen. Total entspannt, alle hilfsbereit, alle locker drauf. Also da gibt der Fischerino mal einen Daumen nach oben.
oder zwei. Also apropos Daumen, könnt ihr auch mal da lassen. Also abonnieren. Die Glocke wäre cool, ja. Und dann gibt es vielleicht auch irgendwann mal wieder ein Gewinnspiel auf YouTube. Also haut rein. Break. Have a beefy. Beefy. Ja, finde ich cool hier mit dem Tisch. Ja, aus Ziegelstein. Extra für uns hier aufgebaut worden. So was kommt am Rand. Wenn die Wünschelrute nämlich ausschlägt, weißt du, wo der Fisch steht. Der ist nicht mal gereimt. Der ist nicht schlecht. Der ist richtig schlecht. Ne? Ausschlägt auf steht. Es geht einigermaßen. Also nicht schlechter als manche Rap-Texte. Da würdest du sagen, wenn die Wünschelrute ausschlägt, weißt du, wo der Fisch steht. Das wäre dann richtig. Ja, dann halt auf Holländisch. Freunde, erzählt, was sind die Erfolgsbilder heute gewesen bei euch? Habt ihr überhaupt was rausgeholt? Ja, ne? Du auch? Das ja, ist klar. Eigentlich haben wir heute Morgen mal ganz gut gefangen. Und worauf? Ganz einfache kleine Fox Pro Shit. Ich hatte ja auch so einen Standardgummi, den in Blau, da hatte ich einen Barsch. Einen schönen. Ja. War auch die Farbe? Ne, in Blau. In Blau. Die Farbe. Das habe ich mal umgeschwenkt, mal so einer Kupferfarbe da probieren. Aber ja. Sehe da hinten Thunder Pro Shit. Genau. Kleine Fox Pro Shit. In Natural Perch. Mein Immerfinger. Also wenn nichts geht, geht, der, immer, geht ne? Der geht immer. Habe ich noch ein bisschen eingekürzt, der läuft immer. Sehr schön. Ja, so kann es gehen. Okay. So, ich dachte ja tatsächlich, es liegt so ein bisschen an der Uhrzeit, dass nichts mehr beißt, weil wir haben uns jetzt von der Barschalarmtruppe so ein bisschen getrennt. Das hat sich so ein bisschen verlaufen. Dann haben wir gesagt, nee, dann gehen wir lieber dahin, wo sie heute Morgen auch ganz gut gebissen haben. Und tatsächlich, siehe da, der erste hing am Haken. So, jetzt muss er natürlich irgendwie den Haken auch wieder rausbekommen. Das kriegen wir aber hin. Also es ist weder die Uhrzeit, es ist tatsächlich der Standort. Also schöner Barsch, auch hier wieder. Tolle Färbung und relativ stark Barschilein. Also wir werden jetzt hier den Tag noch ein bisschen ausklingen lassen. Die Sonne kommt raus, ich bleibe hier noch ein bisschen unter der Brücke. Oh ja! Gar nicht so klein. Ach, das ist ja schön. Und bin ich ein bisschen aus dem Konzept. Da hängt er. Da ist er, der Gute. Sonst war das echt ein schöner Tag. Ich glaube, bei mir waren es am Ende 6 Barsche. 6 Barsche mehr als an jedem anderen Tag, den ich am Kanal geblieben bin. Deswegen für mich ein toller Erfolg. Die Größe waren auch super. Ich glaube, ihr habt das ja gesehen. Irgendwas so mit 30 cm war mein größter. Hat auf jeden Fall richtig gebockt. Die Leute waren cool. Das Wetter war geil. Schade war einfach nur, dass wir jetzt am Ende nicht mehr zusammensitzen bei einem Grillwürstchen. Aber so ist es halt. Man braucht ja immer noch ein bisschen Potenzial, um sich zu verbessern. Und das schaffen wir, glaube ich, dann beim nächsten Treffen. Also der Fischerino ist auf jeden Fall dabei. Bei dem herrlichen Wetter werden wir hier gleich nochmal was anderes uns zu essen schnappen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Wenn euch die Videos gefallen, die ich so mache, lasst trotzdem den Daumen nach oben da oder kommentiert. Ich freue mich auf jeden Fall, die Glocke nicht vergessen. Sonst der Fischerino sagt tschüss und wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein!
Peace.